Höre mal. Ich suche ihn. Junge Studenten als Spielball im internationalen Terrorismus. Und eine Message, an der alle interessiert sind. Was passiert mit den beiden Jungs? Aufschalten. Komm, lass uns abhauen. Okay, Baby. In einer Stunde will ich dich nicht mehr sehen. Hast du gestern Abend diese dumme Zicke in ihrem roten Kleid gesehen? Meinst du die von dem Rolls-Royce-Fritzen? Fandest du den Aufzug nicht auch ein bisschen zu gewagt? Nicht unbedingt, ich fand's gleich ganz nett. Und du hättest auch eigentlich auch nichts anziehen brauchen. Na höre mal, so genau wollte ich das nun auch nicht wissen. Ja, ist ja schon gut. Lass uns lieber noch ein bisschen U-Boot fahren spielen. Könnt ihr eure Gesellschaft nicht wie jeder andere normale Mensch im Bett ausüben? Jeden Morgen das gleiche Theater. Oh. Was ist denn los? Oh. Vielleicht können sich der Herr Graf dazu hinablassen, mit mir ein Frühstück zu nehmen. Mannschaft, Heimreise antreten. Warum kann ich denn nicht mitkommen, Schatzi? Nee, hör auf die Stimme deines Herrn, Baby. Lass uns jetzt alleine. Jedes Mal dasselbe. Irgendwie habe ich den Eindruck nicht los, dass allen Frauen etwas fehlt, ey. Wie, was soll ihnen fehlen? Geld oder was? Quatsch, kein Geld. Ich meine ideelle Dinge. Geistiger Horizont. Verstehe ich nicht. Für mich muss eine Freundin gut aussehen, aber gut kochen können und so. Also Helena zum Beispiel, ne? Weißt du wie? Ah ja, ja. Schlecht. Ja, immer das eine im Kopf, an die Marianne. Wie lange sind deine Eltern schon in Australien? Seit 2 Wochen. Wir werden wohl nur noch ein paar Wochen bleiben. Mein Vater hat geschäftlich zu tun in Neuseeland. Echt? Kapitalisten. Hast du mal eine Zigarette? Nee, du weißt ja, dass ich nicht rauche. Erinnere mich bitte nachher dran, dass du noch eine neue Schachtel besorgst.
Seitdem du die Mathe-Klausur vergeigt hast, brauchst du wie ein Schlot. Ich frag mich echt, wie du die anderen Klausuren schaffen willst. Ja, indem du mir hilfst. Also ich soll dir wieder deine Klausuren schreiben. Ein guter Freund tut so etwas. So, so. Mein guter Freund, ey. Zwei Schießburger, zwei Hamburger und zwei große Cola. Das war's. Eine große, ja? Zwei große. Nun bestellen wir mal 30 mal 30, fahren Sie mit der Cola. Was machen wir heute Abend? Ich glaube, in Dahlem ist eine Fete. Kommt nicht in Frage. Wir werden uns heute schön gemütlich vor den Fernseher setzen, mit etwas Proviant und uns den Western verinnerlichen. Hm. Was kaufen wir ein? Das Übliche? Jawohl, mein Freund. Das Übliche. Bier gegen den Durst. Sekt gegen den dicken Kopf. Kaffee gegen die Müdigkeit. Und Kuchen gegen Durchfall. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Stück amerikanische Esskultur. Hm? Hm? Sieh mal da drüben. Verdammt. Jetzt wissen wir wenigstens, wer ihn hat.
Buch rüber. Ja, danke. Ja. Das habe ich bisher auch noch nie rausgefunden. Hm? Wir werden darüber heute Abend noch einmal sprechen. Ab 20 Uhr kannst du mich zu Hause erreichen. Ja, danke. Kennen Sie die beiden, Herr Seidler? Ja, leider. Danke, Kramberg, und informieren Sie bitte die Zentrale. Wird sofort erledigt, Herr Seidler. Hier Wagen 2. Ja, Herr Seiler. Unsere Freunde aus dem Nahen Osten sind wieder aufgetaucht. Gerade kam ein Telex aus München. Hast du Zeit? Wir sind immer noch dran, aber bisher hat er noch keinen Kontakt aufgenommen. Ja, wo seid ihr gerade? Wir zählen auf Mitte. Baumann, wir versuchen ihm später etwas näher zu kommen. Okay, das ist wichtiger. Er bleibt vorerst dran, aber seid vorsichtig. Er ist gefährlich. Verstanden, Ende. Seit Ewigkeiten nichts mehr von den beiden gehört. Der Chef sagt, dass Roman Jankow weiter observiert werden soll. Was ist denn hier passiert? Wer war das denn? Woher soll ich denn das wissen? Vielleicht eine enttäuschte Liebe oder so. Glaub ich kaum. Keiner von meinen Frauen wäre dazu fähig. Meine Eltern das sehen, kriegen die eine Krise. Das Lieblingskind wird zum armen Bettler. Ja, deine Eltern werde ich nicht gleich enterben. Glaube ich nicht. Tot. Hm? Tot. Wie ein Racheakt in der Ehemann sieht das nicht aus. Was machen wir jetzt? Geht zur Telefonzelle. Ruf die Polizei an. Du machst inzwischen klar Schiff. Bin ich gleich wieder da, okay? Mhm. Gut. Ich suche ihn. Ja. Wo ist der Zettel? War doch nicht da. Wo ist der Zettel?
waren die nicht bei sich. Was machen wir jetzt? Wie auch mir das befohlen hat, wir treffen den Russen noch heute Abend. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich habe kein gutes Gefühl. Bis jetzt ist alles schiefgelaufen. Bleib ganz ruhig. Bis jetzt weiß niemand, dass wir hier sind. Was ist denn los, Mann? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Komm mal hoch. Gehen wir erstmal zurück. Wie geht's? Ja. Okay. Lieber einen Schnaps. Erzähl nochmal, was ist passiert? Na, ich wollte gerade in die Telefonzelle telefonieren, mach die Tür auf, und da kommt so ein dunkler Typ, haut mir ins Gesicht, haut mir in den Magen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Liegt er auf dem Boden, fummelt an mir rum und durchsucht mich irgendwie. Und dann dauert die Frage nach dem Zettel. Was denn für ein Zettel? Was denn für ein Zettel, weiß ich doch nicht, was für ein Zettel. Langsam kommt die Sache mir komisch vor. Erst das durchsuchte Haus, dann der Typ von der Telefonzelle und vor allem die Frage nach dem Zettel. Du hast doch heute Morgen in deinem Hamburger einen Zettel gefunden. Du glaubst doch nicht im Ernst. Hast du den noch? Weiß ich nicht. Guck mal nach. Ja, hier. Naja. Was drauf? Kann nicht lesen. Kann man nicht entziffern, muss Arabisch oder sowas sein. Aber also irgendwie, da fällt mir ein, der mich überfallen hat, sah auch irgendwie aus wie einer von denen. Wie sah der aus? Du bist halt wieder voll da. Na, so ein dunkler Typ. Der Türk oder Araber, irgend sowas. Du meinst, er könnte den Zettel meinen hier, den wir haben? Ich bin mir beinahe sicher. Ja und? Was nu? Ich meine, was machen wir jetzt? Ich kann den Zettel nicht lesen, du ihn auch nicht. Ich kenne auch keinen, den... Aber ich kenne jemanden. Und wen? Eine alte Freundin von mir.
bestätigt. Zeit, um Roman Jenkow zu treffen. In dem Fall, dass rund etwas schief geht, treffen wir uns mit ihm an dem Turm. Wir sollten die beiden Jungs ausschalten. Unser Land hat es nicht nötig, sich von einer sogenannten Großmacht Befehler teilen zu lassen. Roman Jenkow gibt seine eigenen Befehle. Ich habe schon mal in Beirut mit ihm zusammengearbeitet. Er ist ein ganz präziser Mann. Baumann. Bin schon unterwegs. Seien Sie aber vorsichtig. Für den Fall, dass die Sache schief läuft, benutzen Sie Ihre Waffe. Ist der zuverlässig? Er mag zwar ein beschissener Agent sein, aber bei solchen Einsätzen ist er in seinem Element.
Wie ist das Wetter in Paris? Der Sommer kommt spät dieses Jahr. Was ist passiert? Die Nachricht hat ihren Empfänger nicht erreicht. Hm. Wer hat sie? Niemand von der anderen Seite, so viel ist klar. Zwei junge Studenten. Sie wohnen in der Terrassenstraße 31. Das ist der S-Bahnhof. Ja. Was passiert mit den beiden Jungs? Na, ausschalten. Der Chef wird zufrieden sein. Der Russe arbeitet mit den beiden gesuchten Ausländern zusammen. Wie waren eigentlich ihre Namen? Hakan und Tarik? Also doch wie damals in Beirut. Gibt es einen Zusammenhang? Vielleicht, was war noch? Zwei junge Studenten, die wahrscheinlich in eine Nachricht gekommen sind, sollen eliminiert werden. Wohnort? Terrassenstraße 31, in der Nähe von einem S-Bahnhof. Schlachtensee. Das ist Jan, ein Freund von mir. Dürfen wir reinkommen? Natürlich, kommt! Kommt, Kinder, setzt euch. Ich habe euch erwartet. Wollt ihr vielleicht ein Tässchen Tee? Ich habe noch welchen auf dem Feuer. Nö, danke. Meine Lieben, was führt euch zu mir? Sicher wollt ihr wissen, wie ihr eure nächsten Arbeiten schreiben werdet, nicht wahr? Komm, gib mir deine linke Hand. Nein, nein, unser Kommandant von deinem Grund. Du hast mir mal gesagt, dass du dich mit Sprachen auskennst. Tja, mein Kind, die Sprachen dieser Welt sind ein Teil meines Lebens. Kennst du diese Sprache? Das ist Persisch. Kannst du die Zeichen in Ziffern? Archimedes hat seine Schlüssel verloren. Eintreffen durch besonderen Gang. Der Finder kennt seine Umgebung. Beirut erfährt Wiederholung. R-Punkt. Das hört sich ziemlich merkwürdig an. Woher habt ihr das? Das haben wir in einem Hamburger. Das hat ein Freund von mir gefunden. Der wollte nur wissen, was draufsteht. Tja, meine Kinder, es tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhelfen konnte. Aber vielleicht sollte ich doch erst einmal aus euren Händen lösen. Nee, wir müssen los. Wir haben noch was vor. Ja. So, vielen Dank, Jasmina, dass du uns geholfen hast.
Tut mir leid, meine Kinder, dass ich euch nicht weiterhelfen konnte. Aber wenn ihr wissen wollt, wie euch eure Zukunft empfängt, dann kommt wieder zu mir. Der Erleuchtete hat mir die Kunst des Sehens geschenkt. Das wissen wir. Also, schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen, meine Kinder. Tschüss. Tschüss. Der Erleuchtete hat mir die Kunst des Sehens geschenkt. So ein Quatsch. Ich frage mich, in was wir hineingeschlittert sind. Erst die durchsuchte Wohnung, dann dieser Schlägertyp und dann die seltsame Nachricht. Archimedes, Beirut, R-Punkt. Auf jeden Fall werden wir heute zu Hause bleiben. Lass mich dich ran. Und unsere Mädchen? Vergiss es, wir bleiben heute zu Hause. Seiler? Ja. Wer sind die zwei Jungs? Bekannte? Ja. Danke. Weiter dranbleiben, ja? Ich hätte gern Kriminalhauptkommissar Schwarz gesprochen. Danke. Ich bin es. Könntest du zwei Leute in Schutzhaft nehmen? Sie haben Probleme mit unseren ausländischen Kunden. Keine Ahnung. Sie heißen Günther Berger und Jörn Grafke. Toll, dass Sie den Film von gestern nochmal wiederholen. Und ich verstehe heute, warum er seinen Bruder umbringt. Könntest du dich einmal mit dem Wesentlichen beschäftigen? Wir sitzen verdammt in der Scheiße. Wieso? Denk doch mal nach. Seitdem wir diesen Scheißzettel gefunden haben, geht alles drunter und drüber. Erstens, irgendjemand durchsucht die Hütte einer Alten. Aber nimmt nichts mit. Zweitens, man schlägt mich fast tot, man durchwühlt mich, aber man glaubt mir nichts. Und drittens, die Nachricht muss für den Empfänger unheimlich wichtig gewesen sein. Also, was folgt daraus? Wir sollen den Zettel zurückgeben. Vollkommen richtig, Herr Grafke. Und wie? Lass mal meine Sorge sein. Keiner zu Hause? Diese dämlichen Arschlöcher machen eins kaputt. Ja, Simona, stell durch. Was für ein Zettel. Verdammt, diese Narren. Habt ihr sie schon gefunden? Gut. Wir treffen uns dort um 19 Uhr. Nein, diesmal ohne Polizei. Wir werden schon vor Romanenkopf da sein.
war aber knapp. Wer war das? Einer von beiden war mein Sparingspartner, glaube ich. Die anderen habe ich nicht erkannt. Die Sachen stimmen richtig gewaltig zum Himmel. Cool bleiben, Mann. Heute Abend geht der Spaß jetzt richtig los. Da werden wir abkassieren. Mächtig gewaltig. Gefunden. Da scheinbar von großem Interesse. Sind bereit, gegen entsprechende Summe Nachricht auszuhändigen. Diese Arsche. Wir müssen unbedingt die Zentrale informieren. Das Spiel muss beendet werden.
Komm, lass uns verschwinden. Ha!